Sehr geehrter Herr Professor Diener, sehr geehrter Professor Wild, sehr geehrter Professor Welzer, meine sehr verehrten Damen und Herren, danach. Dieses zeitanzeigende Fürwort ist schlicht und komplex zugleich. Im Kontext des Anlasses, für den wir uns heute versammeln, trägt es eine der grundlegenden Einsichten der historischen Reflexion über den nationalsozialistischen Völkermord an den Juden. Denn verstandene Geschichte gründet sich nicht allein auf konkrete Faktenerhebung, sondern äußert sich auch auf der konkreten Vorstellung über zeitliche Zäsuren. Zu wissen, dass es geschehen ist und dieses Wissen auch für die Gegenwart in angemessener Form, auch sprachlich angemessen, zu reflektieren, setzt Einsicht in Zeitzäsuren voraus. Danach, das bedeutet für unsere individuellen und für unsere kollektiven Verstehensbemühungen als Gesellschaft nicht nur eine Unterteilung in ein Früher und Später, denn einen solchen Zeitort hat natürlich jedes historische Ereignis in der Chronologie inne. Die besondere Signatur des Danach ist im Zusammenhang mit dem Holocaust kategorialer. Hier zeigt der Begriff nicht nur an, dass man im Rückblick immer anders über ein Ereignis oder ein Geschehen spricht, als es die Zeitgenossen taten. Es zeigt vielmehr an, dass man nun anders über alle, im buchstäblichen Sinne, alle Ereignisse spricht als zuvor. Also auch anders über dasjenige Geschehen, das zeitlich vor Auschwitz liegt und auch über solche, die mit dem Holocaust vermeintlich gar nichts direkt zu tun zu haben scheinen. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, so hat Adorno 1949 geschrieben, um diese vermeintliche Ferne zwischen dem Ereignis und dem Danach in eine paradoxe Wendung zu kleiden. Mit dieser 1950 publizierten, später häufig missverstandenen Zeile wollte er keineswegs das Verfassen von Gedichten unter Verdacht stellen. Er wollte vielmehr eine neue Erkenntnis erproben, die uns inzwischen nach vielen Jahren ganz geläufig geworden ist. Die Umprägung eines Raums in einen Zeitbezug. Aus dem Namen einer Ortschaft wurde die Bezeichnung einer Epochensignatur. Die Literaturwissenschaftlerin Ruth Klüger, die Auschwitz als junges Mädchen überlebte, hat in ihrer Autobiografie Weiterleben in Analogie zum Begriff Ortschaft 1992 den Ausdruck Zeitschaft erfunden. Wie Adorno wollte auch sie einen Reflexionsbegriff einführen, der uns zu Bewusstsein bringt, dass ein Ereignis einen Ort nicht nur für immer verändert, sondern die Zeit davor und danach in Beschlag genommen hat. Und auch Ruth Klüger wollte damit zum Ausdruck bringen, dass damit auch die Art und Weise, wie wir Zeit messen und ordnen, sich wandelt. So grundsätzlich betrachtet ist die Verwendung dieses Danach im Titel unserer Konferenz und im Zusammenhang mit dem Holocaust keine Vokabel, kein bloßes Wort, sondern eine historisch gewordene Sprachchiffre, die andeutet, dass nach 1945 alles anders war und ist als zuvor. Eine Chiffre, die immer wieder und immer wieder neu zu entziffern ist. Sie zeigt an, dass wir mit einem Ereignis verbunden, zugleich aber auch von ihm getrennt sind. Sie zeigt ein Ereignis an, das in der Vergangenheit liegt, aber nicht vergangen ist. Ein Ereignis, das in die Zeit davor und danach ausstrahlt und Wirkung tut. Der Historiker Dan Diener, der unsere Tagung gleich mit seinem Eröffnungsvortrag einleiten wird, hat für diesen universellen Blick auf die Mitte des 20. Jahrhunderts vom Zivilisationsbruch des Holocaust gesprochen. Dieser Grundgedanke der Konferenz wird heute und die beiden kommenden Tage sicherlich noch das ein oder andere Mal aufscheinen und zur Diskussion stehen. Ich wollte ihn jedoch auch zum Auftakt unserer Veranstaltung ein wenig in Erinnerung rufen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hiermit heiße ich Sie sehr herzlich willkommen zur inzwischen 5. internationalen Konferenz zur Holocaustforschung in Berlin. Sie wird, wie die 4 vorigen Tagungen, auch von der Bundeszentrale für politische Bildung ausgerichtet, in diesem Jahr erneut, wie schon bei der vorangegangenen Tagung 2013, in Kooperation mit der Europa-Universität Flensburg und der Humboldt-Universität zu Berlin. Zum Konzept der Tagung selbst und zu den gewählten Schwerpunkten werden Harald Welzer und Michael Wild nachher noch einiges sagen. Ich darf mich an dieser Stelle
bei den beiden Kollegen wie auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Ihnen sowie bei meinen eigenen Kolleginnen und Kollegen der Bundeszentrale für die gute Zusammenarbeit und Organisation im Vorfeld der Veranstaltung sehr herzlich bedanken. All das ist wichtig, damit eine solche Konferenz auch anfängt zu leben und Sie die Möglichkeit haben, in den jeweiligen Sessions miteinander zu diskutieren und natürlich auch die vielen Pausen für sich ausnutzen können, um Netzwerkarbeit zu leisten. Nach den vorangegangenen Konferenzen, in denen die Gedächtnisgeschichte des Holocaust und die mediale Dimension seiner Repräsentationen, die Täterforschung sowie die Frage nach den Helfern und Rettern in dunkler Zeit Schwerpunktthemen waren, widmet sich diese fünfte Konferenz der Erfahrungsgeschichte der unmittelbaren Nachkriegsjahre zwischen 1945 und 1949. Die Tagung wird Ereignisse und Sichtweisen zum Thema machen. Sie wird neue Forschungen zur Befreiung der Konzentrationslager 1945 vorstellen. Wir werden Vorträge über die DPs, die sogenannten Displaced Persons, und über den mühevollen Beginn der Restitutionsfrage hören. Forscherinnen und Forscher aus Amerika, Israel, Großbritannien und Deutschland werden die Ergebnisse ihrer Arbeit vorstellen, in denen es um vielerlei Formen des Beginns geht. Der Beginn erster schriftlicher Berichte über das Grauen, aus dem sich die Grundfragen für die Historiografie entwickelten. Der Beginn der zuerst durch die Alliierten erzwungenen Auseinandersetzung der Deutschen mit den von ihnen begangenen Verbrechen. Der Beginn der rechtlichen Verurteilung der Täter, wie es in Nürnberg seit November 1945 geschah. Unsere Veranstaltung steht, wie die vorangegangenen, auch im Kontext des Gedenkens an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945, die sich übermorgen das 70. Mal jähren wird. Am Dienstag wird deshalb auch ein Moment des Innehaltens Teil der Tagung sein. Wir werden die Gedenkstunde aus dem Deutschen Bundestag hier in das DBB-Forum übertragen, um im Rahmen unserer wissenschaftlichen Tagung der Opfer des Holocaust und des Nationalsozialismus zu gedenken. Im Anschluss daran finden die Workshops des Praxisforums statt, über dessen Konzept und Inhalte Sie sich im Programm ja bereits eingehend informieren können. Mit diesen Workshops sollen Anschlüsse zwischen dem Thema der Konferenz und der praktischen politischen Bildungsarbeit erarbeitet werden. So sollen die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung an den Universitäten und die Frage nach der praktischen Vermittlungsarbeit in der allgemeinen Bildung zusammengebracht werden. Das ist ein besonderes Anliegen der Bundeszentrale für politische Bildung, aber es ist auch ein bereits gut erprobtes Verfahren. Wir haben in den letzten Jahren damit jedenfalls sehr gute Erfahrungen gemacht und wollen das deshalb fortsetzen. Es geht um konkrete Konzepte und Modelle, die auf einer Projektbörse zur Diskussion gestellt werden, einem inzwischen gut etablierten Arbeitsforum, das sich konkret mit der Übersetzung dieser Fragen in die schulische und außerschulische Praxis widmet. Wir sind eine Institution, die sich der politischen Bildung verschrieben hat. Deswegen sind uns beide Seiten der Medaille gleich nah und gleich wichtig. Die Ergebnisse der neuesten wissenschaftlichen Forschung und die Fragen einer interessierten Öffentlichkeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich mit einer Bemerkung schließen, die nicht auf Geschichte, sondern eher auf die unmittelbare Gegenwart zielt. Denn diese steht derzeit auch im Zusammenhang mit dem Nachdenken über ein Danach. Wir alle stehen noch unter dem Eindruck der brachialen Brutalität der Ereignisse von Paris. Die überwältigende Demonstration von Solidarität hat im Ausruf Je suis Charlie Ausdruck gefunden. In diesem Ruf kommt eine echte und spontane Verbundenheit mit den Journalisten, Redakteuren und Zeichnern von Charlie Hebdo zum Ausdruck. Und das nicht allein in Paris oder Frankreich, sondern in ganz Europa und weit darüber hinaus. Dieser Ruf war für viele ein Zeichen der Ermutigung und als solches ist es natürlich auch nicht zu kritisieren. Doch es gilt gerade in Tagen wie denen, die auf den 7. Januar folgten, auf Unterscheidungen zu achten. Es waren erst publizistische Zwischenrufe, wie Oliver Tolmain und David Grossmann sie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung machten, die mit Nachdruck darauf verwiesen, dass der islamistische Terror dieser Tage auch ein Antisemitismus ist und dass die Opfer in dem koscheren Supermarkt Hypercaché in Ostparis nur deshalb ermordet wurden, weil sie Juden waren. Für dieses Massaker hat sich kein vergleichbar ikonischer Ruf der Solidarisierung und Identifikation herausgebildet. Und diese Beobachtung verschärft sich noch durch die Tatsache,
dass ich nach der Ermordung von 4 Besuchern des Jüdischen Museums in Brüssel im vergangenen Sommer überhaupt keine entsprechende Reaktion zeigen wollte. Weder auf der Straße noch in den Medien. Weder in Belgien noch in Frankreich oder in den benachbarten Ländern. Entsprechendes gilt auch für die 3 Schüler und ihren Lehrer, die vor etwa 2 Jahren im südfranzösischen Toulouse in einer jüdischen Schule von einem Attentäter erschossen wurden. Deswegen möchte ich die Worte des israelischen Schriftstellers David Grossmann zitieren, der vor wenigen Tagen am 16. Januar in der FAZ Folgendes schrieb. Ich zitiere: Die Existenzangst, die die europäischen Juden ergriffen hat, weist eine furchtbare historische Dimension auf. Ja, es stimmt, die Umstände sind heute völlig andere als vor 75 Jahren. Die Antennen für die jüdische Befindlichkeit empfindlicher als damals. Dennoch sollte sich jeder vernünftige Mensch fragen, ob er die Vorstellung, dass Juden in Europa auf dem Weg zur Synagoge, zur Schule, zum Kindergarten von Polizisten bewacht werden müssen, für erträglich hält. Und was sie oder er tun kann, um die Realität zu ändern, die uns in diese Lage gebracht hat. Zitat Ende. Bevor ich das Wort an Professor Diener übergebe, danke ich im Namen der Bundeszentrale für politische Bildung allen Referentinnen und Referenten der kommenden Tage, sowie natürlich auch Ihnen für Ihr zahlreiches Kommen zu dieser Tagung. Professor Diener muss nicht ausgreifend vorgestellt werden, denn seine Bücher und Aufsätze sind im Kontext einer Tagung wie der unsrigen besonders wichtig und viel gelesen. Ein Wort mag deswegen genügen. Bis zum Herbst letzten Jahres war er Direktor des Leipziger Simon-Dubnow-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur und lehrte gleichzeitig als Professor für moderne europäische Geschichte an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Letzteres tut er noch immer. Zugleich ist Herr Diener auch der Leiter des Akademieprojekts der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, an der er ordentliches Mitglied ist und durch die derzeit am Simon-Dubnow-Institut unter seiner Leitung erscheint seine 7-bändige Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur. Sie wird in diesem Jahr abgeschlossen vorliegen und von ihr sagen erste Besprechungen, dass sie die Art und Weise, wie jüdische Geschichtserfahrung unter den Vorzeichen der Moderne in Zukunft erforscht und gelehrt wird, ändern wird. Seien Sie also gespannt, merken Sie sich diese Arbeit vor. Lieber Herr Diener, vielen Dank für Ihr Kommen, dafür, dass Sie heute gerade zu diesem Thema sprechen. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich möchte abschließend noch darauf hinweisen, dass wer sich ein Headset holen will, weil er vielleicht der deutschen Sprache nicht ganz so mächtig ist wie einer anderen, der sollte das vorne holen. Am Nachmittag wird es auch einige Vorträge in Englisch geben. Auch dafür will ich ansagen, sollten Sie sich in der Mittagspause bei Bedarf mit entsprechender Gerätschaft ausstatten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.